Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, heute kommt leider kein Stream, aber dafür habe ich mir gedacht, zu diesem Auto muss ich unbedingt ein Video bringen, dass ihr alle top informiert seid, dass ihr wisst, wann es kommt und wie viel es kostet, alles. Und zwar kommt das Auto von niemand geringeren als James Bond 007. Freunde, ich bin absolut hyped. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, aber leider nicht on stream, weil ich heute keine Zeit habe. Aber ich habe euch natürlich ein super tolles Video jetzt hier vorbereitet, wo ihr alle Infos kriegt. Wir werden uns natürlich wieder den Trailer anschauen. Wir werden uns anschauen, wie viel es kostet. Und es kommt natürlich wie immer um 18 Uhr, Leute. Jeder, der 17 Uhr sagt, da stech. Okay, Leute, wir gehen direkt rein. Bam, bam, bam. So, Jungs, ich würde sagen, wir schauen uns direkt am Anfang erstmal den Trailer an. Ich habe ihn mir bis jetzt noch nicht angeschaut, aber ich weiß, er wird hammermäßig werden. Ich muss ehrlich zugeben, Ihr könnt mich in den Kommentaren flamen dafür. Ich habe noch nie in meinem Leben einen James-Bond-Film gesehen. Ein einziges Mal vielleicht die Hälfte oder so. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Das heißt, ich kenne mich nicht so aus, aber ich kenne den Aston Martin. Und der ist extrem geil. Wir schauen uns zusammen den Trailer an. Und danach gucken wir uns an, wie viel er kostet. Alles. Musik ist schon mal eine 12 aus 10 wie immer. James Bond kehrt zurück. Ey, Freunde, da ist er. Der Aston Martin DB5. Der Wagen von James Bond nehme ich mal an. Ich weiß auch nicht, ob die Szene hier im Hintergrund aus irgendeinem James Bond Film ist oder so. Wie gesagt, ich habe noch nie einen Film geschaut. Aber es ist schon wieder extrem geil gemacht. Hier mit den engen Gassen, wo der Aston Martin hier durch... Digga, hallo! wo der 007 hier durchcruist. Das ist so cool. Das ist wieder, ich will gar nicht wissen, wie aufwendig das wieder war. Es ist super, super geil. Also, was kriegen wir alles in dem Aston Martin Pack? Ganz wichtig, das ist der berühmte von 1963, ja okay, also da war ich gerade so geboren, der Aston Martin DB5 wird am 29. Juli, also heute schon, um 18 Uhr, wie immer, wie jedes andere Auto auch, um 18 Uhr in den Item Shop kommen. Ganz wichtig, Leute, es wird eine Octane-Hitbox haben, dazu wird es eine coole Raketenspur geben, ich weiß nicht, sieht man die vielleicht hier sogar im Video ein bisschen? Müsste man ja sogar, ne? Na, guck mal. Ich finde, es hat ein bisschen was von... Na, guck mal, die Raketenspur ist sehr, sehr sick sogar, meiner Meinung nach. Hat ein bisschen was vom Flammenwerfer oder so. Auf jeden Fall haben wir zusätzlich noch einen geisteskrank geilen Motorsound und natürlich diese coole silberne Lackierung. Die heißt hier Silberbirke. Weiß nicht, ob die deutsche Übersetzung da ein bisschen wack ist, aber... und dann noch die Aston Martin DB5 Räder dazu. Sieht man jetzt hier auch nicht so ganz genau. Oder ich kann mal schauen, ob man die hier irgendwo besser sieht. Ja, guck mal hier. Die sehen schon sehr, sehr cool aus. Und die passen super zu dem Auto. Ich finde, für mich, weiß ich nicht. Für mich erinnert es mich auch ein bisschen irgendwie an den Rolls Royce. Ich weiß nicht, warum. Aber hier vorne, weiß ich nicht. Könnte auch so ein Rolls Royce Ding sein. Für mich wie ein Rolls Royce. Ganz wichtig, Leute. Jetzt habe ich mich noch gefragt, so, ich bin auf der Website, habe mir gedacht, okay, wie viel kann das Ding jetzt kosten, weil hier steht es nirgendwo, habe ich mir gedacht, okay, ey, bei Rocket League, die machen viele Sachen so auf Deutsch, was die einfach nicht auf die deutsche Seite schreiben, deswegen schauen wir einfach mal auf Englisch. Und was sehen wir da? Hier, in der Item Shop für 1100 Credits. Genau so, für 1100 Credits wird es also im Item Shop sein. Steht natürlich nur auf der englischen Seite, also alle Leute, die kein Englisch können, der hat Pech gehabt. Nee, aber dafür bin ich ja da. Also er wird 1100 Credits kosten und wird für eine Limited Time drin sein. Das heißt, der wird, wieder eine Woche, ich denke mal bis nächste Woche Mittwoch drin sein und wird halt 1100 Credits kosten. Und ist ganz cool, was ich hier auch irgendwie noch gelesen habe, Bond wird dieses Jahr noch mehr aus seiner Garage freigeben. Haltet euch fest für weitere Missionsbesprechungen. Das ist richtig, richtig geil. Das heißt, ich weiß nicht, welche Autos noch alles gibt. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was alles noch kommt. By the way, Leute, ne? Ganz, ganz wichtig, wenn ihr immer die neuesten Infos haben wollt, allgemein auch zu Season 4, ballern wir einen TEW Dominus Giveaway raus. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, super gerne ein Abo da lassen, aktiviert die Glocke und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ganz wichtig noch dazu gesagt, Leute, wenn ihr euch den gönnt für 1100 Credits,
kauft ihr euch den super gerne mit meinem Creator-Code. Creator-Code Clash Talks, genauso wie auf YouTube heißt, und dann noch ein YT hintergehangen. Super, super einfach, solltet ihr alle hinbekommen, kann man da oben rechts auswählen. So, jetzt noch die Frage, soll man sich das Ding kaufen? Ich glaube, also ich werde es mir sowieso kaufen, alleine für meine Sammlung. Ich glaube, wenn man richtiger Dings-Fan ist, wenn man richtiger James Bond oder 007-Fan ist, dann sollte man sich den auf jeden Fall kaufen. Außer viele von euch werden den natürlich schon haben, denke ich mal. Ich weiß nicht, wann er das erste Mal in Itemshop kam. Aber ich denke mal, viele von euch werden den schon haben, genauso wie es jetzt zum Beispiel beim Skyline war oder beim DeLorean. Den hatten auch schon sehr, sehr viele schon. So könnte ich mir vorstellen, dass es auch beim Aston Martin ist. Aber für 1100 Credits, sage ich euch ehrlich, klar sind keine 2000 Credits, ist aber trotzdem relativ teuer. Ich sage euch ehrlich, hätte es mehr gefühlt, wenn der 800 Credits gekostet hätte, genauso wie die anderen Autos. Aber für 1100, schwierig. Muss man auf jeden Fall zweimal überlegen. Aber wenn ihr euch den gönnt, Leute, wie gesagt, tragt den Creator-Code ClashDogsYT ein. Und sonst, ich würde gerne mal in den Kommentaren, schreibt mal alle rein, ob ihr euch den holt oder nicht. Wir können ja mal, ich schreibe einmal in die Kommentare, ich hole mir den. Und einmal schreibe ich in die Kommentare, ich hole mir den nicht. Und was mir, dann schauen wir mal, dann liked ihr einfach das, wenn ihr euch den, ja, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Ey, Leute, aber dann war es das eigentlich jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe sehr, euch hat das Ding gefallen. Und man sieht sich wieder dann morgen zu einem neuen Omme-Video. Das Omme-Video kommt, by the way, heute nicht. Das wird dann auf morgen verschoben, weil ich bin morgen leider auch nicht da. Und dann habe ich gedacht, kann ich wenigstens jeden Tag ein Video bringen. Ey, Freunde, haut rein. Sehr, sehr geil, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und vergesst nicht, zum Video zu liken, ne? Kuss, kuss, kuss. Haut rein. Ciao, ciao.